Und hier geht es ja schnell nach unten. Boah, Turbo Boost. So, es war jetzt ein riesen Umweg, nur wegen dem Wachposten. Mein Rauch sehen die ja gar nicht, wenn ich Auto fahre. Staub nur vor, warum? Ich weiß, der kommt gleich wieder. Nicht. Doch. Ey, es war so klar. Es war so klar. Und dann Zebel überfahren. So ein Rowdy. Oha. Und ich hätte fast auch was überfahren. Nein, nicht wechseln. Sefa Pani. Ich hab's das Gefühl, ich muss hier mein Auto abstellen. Falsche Richtung, Mann. Sperrgebiet, verpiss dich! Ich steige schon aus. Kein Stress, Leute. Kein Stress. Ach, da ist Sperrgebiet. Ah, das rot markierte, stimmt. Oh, ich bin mittendrin. Anscheinend stört's die nicht. Hallo? Ich weiß auch nicht, was das bringen soll, das Sperrgebiet. Alles klar, Mann? Sieht scheiße aus. Waffenruhe ist verrückt, Bruder. Gerade haben wir uns noch gegenseitig umgebracht und jetzt stehen wir da und starren uns an. Das ist... Die reden zu leise. Oft kann man denen zuhören, die sagen nämlich ganz lustige Sachen. Diamant. Kann sein, dass der in der Küche ist. Kann sein, dass ich weiß, wo er genau ist. Oh ja. Ich will da rein. Hä, wo ist da eine Tür? Muss da irgendwo reingehen. Ja. Schade. Ah, hier. falsche Seite. Oh ja. Es kann zumindest nur ein einziger Ort sein, wo der Diamant versteckt sein dürfte. Und tatsächlich. Toll, einer. Hey, hier haben wir einen schönen Überblick. Ausblick. Ich gehe mal lieber runter, nicht dass ich dann auch sterbe. Kann man nie sicher genug sein. Ich hab meinen Stoff vernichtet. Ich hab nichts mehr, warum machst du sowas? Wo warst du? Hier war einer mit einer Überdosis. Die Nadel hat noch in seinem Arm gesteckt. Shit, wer war's? Keine Ahnung. Der Doc sagt, der Stoff war schlecht. Also habe ich meinen vernichtet. Das muss doch gehen, ja. Hier herrscht Waffenstillstand, halt dich dran. Ja, ich mach doch gar nichts. Toll, die ist zugesperrt, die Tür. Ah. Scheint es zu sein. Nein, auch nicht. Mann, ist doch das Haus, ja klar. Halt! Ich brauche ihre Waffen, Mann. Jupp. Nun bekommst du sie. Leider. Ah, ich will sie wieder haben. Vergessen Sie es, mein Problem ist gelöst. Gut, Sie haben es geschafft und Kouassi ist tot. Die Frage ist, was machen wir als nächstes? Schon gehört, Bastion UK hat gepackt und das Land verlassen. 10 Jahre habe ich die Jungs in Angola angeführt und das ist jetzt der Dank. Wir sind auf uns gestellt. Um eine Chance zu haben, müssen wir vorausplanen. Ich habe darüber nachgedacht. Wahrscheinlich werden sich die Warlords in Boa Seco zusammenschließen. Denn ruht der Konflikt erstmal und Soldaten wie Sie und ich sind gearscht. Die Befehlshaber kommen immer davon. An die Wand gestellt wird nur das Fußvolk, jedes Mal. Wir werden das verhindern. Ihr Freund der Schakal hat ein großes Waffenarsenal auf einer Insel bei Port Selau versteckt.
Die Waffen bringen wir in die Stadt und geben sie den Einheimischen unter der Flagge der APA. Dann wird mein Boss wieder ins Spiel eingreifen müssen. Heizen wir das Ganze wieder an. Hey, wir brauchen dieses Geschäft. Einen Captain für Schiff habe ich. Jetzt brauche ich nur noch eine vertrauenswürdige Eskorte. Sind Sie interessiert? Ich verschaffe Ihnen ein Treffen mit dem Boss, Adi Bantuwe. Eigentlich schon, ja. Sie müssen es nur noch zum Segolo-See schaffen. Die Insel heißt Selaka oder so. Diamanten dazu. Ach, wir sind bei OFLL. So ist es. Oh, ich habe so oft Schnellspeichern gemacht. Kakerlaken. Ja, danke für meine Waffen wieder. Ich mach nichts. So. Doch nicht. Sonst dreht der noch völlig durch. Ja. Vielleicht steht hier ein Auto, wenn ich Glück hab. Ja, toll, Auto. Eigentlich wollte ich ja mit Auto-Truck sagen oder Kampftruck, irgend sowas. Ach ja, wo muss ich hin? Oh, klar ist es nicht weit. Naja, aber bevor ich jetzt mit dem Bus dahin fahre, fahre ich lieber mit dem Auto. Da ist schlecht. Nein, nein. Ich will nicht feststecken. Komm. Nein, ich hab's aufgehängt. Hey, ist das übel? Ich komme nicht mal zu Fuß hoch. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Ja. Ich tauche gerade. Besser noch nicht. Besser doch nicht. So. Oh. Ist zu steil. Nein. Aber hier. Ja. Funktioniert, wie es so funktionieren sollte. Muss ich doch ins Sperrgebiet, um mir mein Auto zurückholen. Es sei denn, hier gibt es noch eins. Ach, hier ist APR und hier ist UFLL. APR natürlich in so einer Hütte. Ja, lass mich halt durch. Mann, mach hier keinen Aufstand. Oh ja, mein Auto ist da drin. Im Sperrgebiet. Und weg. Weg, weg. Ha. Ich habe verarscht. Ihr merkt's nicht mal. Euch. Wachen. Söldner, genau. So, da war. Na, da war mein Auto. Jetzt ist es weg. Seltsamer Vorfall. 5R, so. Oh, ich sag euch, wenn da direkt so ein Nachtposten hinter der Kurve liegt, wäre es nicht schön. Nein, da liegt keiner. Huha, das reicht mir auch schon. Los, knall ihn ab, ich will's. Ah, Mann. Nimm ich halt das Auto. Meins ist eh schon so im Eimer. Sieht mir am Lack. Der ist schon total kaputt. Hier. Die Farbe, das war glaube ich mal blau. Und hier weiß. Jetzt weiß ich will immer C drücken, um nach hinten
zuzuschauen, oder